Wenn es um Lead and Follow im Social Dancing geht, egal um welchen Tanzstil es geht, gibt es einen Punkt, den die meisten übersehen. Wenn man das bedenkt und in seinem Tanzen anwendet, dann fließt alles super smooth wie durch Butter. Darüber unterhalten wir uns in diesem Video. Beim Lead and Follow geht es nicht nur um den Lead und Follow in dem Moment, sondern vor allem, was davor passiert. Vor der Figur. Das gilt, by the way, für alle Tänze, wo wir in der offenen bzw. halb geschlossenen Tanzhaltung sind. Für alles, was Umarmung und Co. geht, wie im Ballroom und Kizomba und Co., gelten dann andere Prinzipien. In diesem Fall geht es um die offenen Tänze. In den offenen Tänzen haben wir meistens einen Slot, sprich eine Straße, einen Track, wo sich der Follower meistens bewegt. Wenn der Leader sich günstig positioniert vor seiner Figur, die er tanzen will, so wie ich jetzt, dann fließt die nächste Figur super smooth, wie durch Butter. Das Konzept heißt Pre-Lead. Das heißt, ich positioniere mich vorher möglichst günstig, damit das passierende, in dem Fall Element, schon im Raum liegt, sprich schon in der Luft ist. Wenn mich die Conny jetzt rechts passieren sollte, positioniere mich vorher schon so, dass ich ihr am Ende von meinem vorherigen Move zeige, egal, zum Beispiel jetzt in Salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jetzt habe ich mich so positioniert, dass mein nächster Move eigentlich rechts an mir passieren wird oder sie wird mich rechts passieren. Das klingt logisch, aber die meisten machen das so. Egal jetzt, wenn wir das in Salsa machen, dass sie sich frontal positionieren und direkt auf dem Slot. Jetzt muss ich für nächstes Element erst aus dem Weg gehen bzw. kommunizieren. Wenn ich das schon vorher kommuniziert habe, dann kann eigentlich das nächste Element schon passieren. Im Hustle zum Beispiel. Und 3, 1, 2 und 3. Ich habe mit meiner Körpersprache schon gezeigt, wohin es geht und ich stehe nicht auf dem Slot, sondern habe eigentlich schon gezeigt, da geht's lang. Und 3, 1, 2 und 3. Am Ende vom Video zeigen wir dir einen Bonus, wie dein Tanzen noch viel dynamischer und optisch ansprechender aussieht. Jetzt zeigen wir es im Beispiel Lindy Hop. Wenn ich eine blockierende Figur, sprich Sugar Push, tanzen will, dann positioniere mich direkt auf dem Slot, somit weiß die Conny, dass das nächste jetzt natürlich retour aus ihrer Sicht geht. Wird nicht passieren sein. Woher weiß sie das? Weil ich genau auf dem Slot stehe, Punkt 1. Punkt 2, ja, ich sage hier, hey, schau, gib mir die Hand, damit hier Kompression entstehen kann. Und auch vor allem mit meinem Körper signalisiere ich kein Vorbeigehen. Wenn wir das jetzt so machen, in die Richtung, jetzt bleibe ich auf dem Slot, da, da, da. Und jetzt, wenn ich will, dass sie mich passiert, zum Beispiel hier im Lindy Hop, dann positioniere mich am Ende so, dass ich mit meinem Körper schon zeige, wohin es geht. Zum Beispiel ein Right Side Pass. Right Side Pass, 3 und 4, 5 und 6. Jetzt komme ich wieder zu ihr. Mein Körper zeigt, wohin es danach gehen wird. Da vorbei. Und bam, bam, bam. Ob das jetzt Hustle, Disco Fox, Salsa oder West Coast Swing ist, egal, es gelten immer dieselben Prinzipien. Vergiss nicht, wenn dir dieses Video gefällt, dann zeige es uns mit einem Like oder einem Kommentar. Und jetzt kommen wir zum Bonustipp am Ende für mehr Dynamik und Ästhetik in unserem Tanzen. Wir sollten jede Möglichkeit nutzen, um in einem Winkel uns zu positionieren, statt frontal zueinander. Frontal zueinander ist okay am Anfang, um Seiten gut kennenzulernen, da ist links, da ist rechts und so weiter und so fort. Aber speziell in den offenen Positionen ist diese halboffene, sprich ca. 45 Grad offene Position, macht einfach sehr viel mehr her. Zum Beispiel im Hustle und 3, 1, 2 und 3, 1, 2 und 3, 1, 2 und 3. Wenn wir diese offene Position haben, wirkt das Ganze schon sehr viel ansprechender. In der geschlossenen Position aber genauso. Wir tendieren, dieses Frontale zu vermeiden, für einfach mehr, nicht nur Pre-Lead, wie vorhin gezeigt, sondern auch für etwas mehr Winkel und mehr, etwas mehr Shape-Dynamik. Ja, wenn wir das jetzt im Lindy Hop zeigen,
und 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. Ich zeige nicht nur, wohin es gehen wird, sondern es sieht auch deutlich interessanter aus und es fühlt sich interessanter an, wenn wir mit diesem Winkel arbeiten, statt wie gesagt, das ist basic und es sieht genauso basic aus. Viel mehr von diesen Tipps, die dein Tanzen auf das nächste Level bringen, bekommst du ganz, ganz strukturiert in unserer Social Dancing Academy und dadurch kannst du dein Tanzen vertiefen, dein Wissen verbessern und auch dein Figurenrepertoire erweitern. Schau einfach mal unter socialdancingacademy.com.